Die Idee zu diesem Projekt ist schon vor einigen Jahren entstanden, und zwar auf unseren Reisen durch die Steiermark, als wir an den verschiedenen Orten dieser herrlichen Literaturschauplätze gewesen sind und eben gemeint haben, dass es schön wäre, den Menschen hier vor Ort diesen Kulturschatz wieder zugänglich zu machen. Und zwar am besten niederschwellig, nicht in Museen, in die man nur hineinkommt, wenn man Eintritt bezahlt, sondern in der freien Natur direkt am Ort des Geschehens. Also die Idee zu diesem Projekt ist nicht zuletzt daher gekommen, dass es offensichtlich so ist, dass zu wenig über die steirische Literatur in der Öffentlichkeit bekannt ist. Wir haben tatsächlich sehr, fast spektakuläre Literatur überliefert, die eben vor 700, 800 Jahren entstanden oder aufgezeichnet worden ist, und man kennt sie kaum. Die meisten Handschriften zu den Texten, die wir hier ausstellen, sind heute nicht mehr am Ort ihrer Entstehung aufbewahrt, sondern liegen in Archiven fernab dieser Schauplätze und werden dem gewöhnlichen Publikum überhaupt nie zugänglich. Durch unser Projekt wird es möglich, dass diese Kulturschätze am Ort ihres Geschehens wieder sichtbar gemacht werden, dass die Bevölkerung oft erstmals erfährt, was hier vor vielen Jahrhunderten entstanden ist und tradiert worden ist. Und wir hoffen, dass das die Bevölkerung interessiert, dass sie sich mit diesen Kulturschätzen identifizieren kann und stolz darauf ist, dass sie Teil dieses Rezeptionsprozesses wird. Man hat diese steirische Literatur in Fachkreisen nie vergessen. Und es ist jetzt auch in gewisser Weise meine Aufgabe geworden, das über meine Generation hinaus weiterzutragen. Und so habe ich mich schon sehr früh, schon über meine Doktorarbeit, mit steirischer Literatur auch beschäftigt, nicht nur, aber auch beschäftigt. Und habe dann auch zu einzelnen Werken Autoren publiziert. Und damit war es auch möglich, einen Überblick dafür zu gewinnen, was hier besonders herausragt, was wir in der Landschaft tatsächlich optimal zur Geltung bringen können. Also wir konnten in gewisser Weise aus dem Vollen vor der eigenen Tür schöpfen. Unsere Partnerschaften sind auf verschiedenen Ebenen angegliedert worden. Also wir haben im eigenen Fachbereich eine Runde von Kooperatorinnen, die sich dafür stark gemacht haben, dass an den einzelnen Schauplätzen unser Projekt bekannt geworden ist, dass ausgelotet wurde, wie man das Projekt am besten platzieren kann, auch wo man die Wege idealerweise einrichtet. Und dann hatten wir die Chance, verschiedene Spezialistinnen mitzubeteiligen, abgesehen von der Fachhochschule Ioneum, wo wir eben im Museumsdesign uns verstärken konnten, haben wir auch bei Ioneum Research einen Gesprächspartner gehabt, der uns bei technologischen Fragen, bei der Interaktivität beraten hat. Wir waren beim Frieda und Fred, beim Kindermuseum, denn es war uns von vornherein klar, dass wir auch eine Sprache finden müssen, die unter Anführungsstrichen kindgerecht ist, denn dann ist sie auch für Erwachsene ideal, das haben wir auch sehr früh begriffen. Aber wir haben auch Partnerschaften etwa zum Steiermärkischen Landesarchiv gehabt, um einfach die historischen Wurzeln abzusichern. Und ja, es waren auch weitere Partnerschaften, etwa Universalmuseum Ioneum, das uns ebenfalls durchaus interessiert und beratend begleitet hat. Also eine Vielzahl von Partnerschaften, die wir hier nutzen konnten. Für die Gestaltung dieser Ausstellung konnten wir ein junges Team von der FH Ioneum gewinnen, vom Studiengang Museumsdesign. Diese Gruppe von Studierenden hat sich unter fachkundiger Anleitung darüber Gedanken gemacht, wie man Literatur zeitgemäß in einem modernen Outfit quasi präsentieren kann, und hat mehrere hübsche Vorschläge entworfen, aus denen wir dann einen ausgewählt haben, der jetzt zur Umsetzung gelangt. Die Literatur wird auf mehreren Stationen, auf dreidimensionalen Objekten angebracht und eben mit mehreren Elementen unseres Konzeptes jeweils gemeinsam präsentiert, sodass die Summe dieser Einzelteile ein viel größeres Ganzes ergibt. Etwas ganz Besonderes an diesen Literaturpfaden ist, dass es Literatur in einer speziellen Art und Weise zeigt. Sie werden nicht auf einen
auf einer normalen Platte, auf Stelen präsentiert, sondern in einer ganz speziellen Form. Und die Form spiegelt auch gleichzeitig den Inhalt wider. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Neuberg in der letzten Station, da geht es dann auch um den Aufstieg, um das Christuskind. Und diese Form, der Aufstieg, den sieht man dann auch in der Gestalt von dem Objekt wieder. Die Gestaltung und Inhalt sind hier ganz eng beieinander und ergänzen sich. Es ist ein großer Sprung von der Idee dann zum letztendlichen Produkt. Wenn man sich die Grafiken und die Handzeichnung zuerst ansieht, hat man unglaublich viele Ideen und möchte irgendwie die Welt erobern. Und schlussendlich muss man dann doch auch einige Kompromisse eingehen. Das sind jetzt solche, wie die bei der Statik beginnen, hin zu, die Objekte müssen einfach tragbar sein. Also man muss immer bedenken, wo die einzelnen Objekte aufgestellt werden, sind überhaupt erschließbar, das heißt, komme ich mit einem Lastwagen dorthin oder einem kleinen Traktor. Also das sind wirklich dann sehr praktische Überlegungen, die man schlussendlich bedenken muss. Oder auch, wie hoch die Objekte vom Boden entfernt sind, einfach mit der Frage, komme ich mit dem Rasenmäher unten durch. Oder wie viel Schnee liegt an den einzelnen Schauplätzen? Oder vor allem auch, wo wird Schnee aufgeschüttet? Jede Gemeinde hat so seine Ecken. Und da mussten wir 2-3 Mal wirklich das Objekt an einen anderen Ort setzen, weil der Gemeindearbeiter vor Ort seit Jahren dort seinen Schnee aufschüttet. Und da wäre das Objekt einfach viel am Platz. Also sehr praktische Dinge, die man auch vorher nicht wissen kann. Deswegen war es sehr, sehr wichtig, alle Schauplätze immer zu besuchen. Wir sind ja auch abgefahren mit André und mit Werner von Hofmeister, haben dort mit den Leuten gesprochen. Es war auch wichtig, Fragen zu klären, wie etwa, wem gehört das Grundstück? Wer wird das weiterhin pflegen? Was passiert, wenn ein Objekt beschädigt wird? Wer gibt uns Rückmeldung? Wer tauscht die Platte aus? Also sehr praktische Dinge, die dann im letzten Jahr vor allem dann wirklich schlagend wurden. Und wir möchten, oder das Projekt möchte, die Literatur in Auszügen zeigen und Anregung bieten, sich mehr damit zu beschäftigen. Ein großer Vorteil in der Kooperation und in der Arbeit mit Hans Kaulke ist, dass wir die gleiche Sprache sprechen oder eine sehr ähnliche. Das kommt daher, da er schon einige gestalterische Projekte begleitet hat und dadurch weiß oder auch schätzt, dass ein künstlerisches Projekt an sein Haus kommt, so habe ich das Gefühl. Und das merkt man auch, dass er Verständnis zeigt, dass er sich auch einbringt, auch Vorschläge bringt. Und davor gehe ich auch ganz gerne ein. Also ich glaube, das Projekt lebt auch dadurch, dass man wirklich die Ohren aufmacht, Augen und Ohren auf und auch hört und andere Meinungen wahrnimmt und aufnimmt. Auch Andrea und Bernhard Hofmeister haben immer auch gestalterisch mitgedacht. Und bei mir war es dann irgendwie, meine Funktion sehe ich so im Filtern und Verbinden und Übersetzen. Von der Idee, von der anderen Idee. Und so ist es eigentlich ein Teamwork, das es vielleicht bei anderen Varianten nicht so gibt oder in einer anderen Art und Weise. Also dieses Projekt ist wirklich sehr durch eine tolle Kommunikation und dort sehr gutes Klima entstanden. Und dadurch sind wir jetzt auch alle gemeinsam stolz auf das Ergebnis. Ja, die Gestaltung dieser einzelnen Skulpturen war deswegen ein bisschen ungewöhnlich, weil das einerseits filigran sein soll. Also die Frau Zivko hat das designt zu den Standorten, die einzelnen Skulpturen, ohne jetzt konstruktiv Vorschläge zu machen. Und die sind dann von mir gekommen und haben gesagt, ja, wenn wir das relativ filigran haben wollen, müssen wir trotzdem auf die Stabilität achten, dass es also nicht gleich beim ersten Windstoß wieder kaputt geht. Und auch haben wir den Aspekt des Vandalismus beachten müssen. Leider ist es so, dass man das nicht ausschließen kann, dass da mal dran gerissen wird und dass da mal gegengetreten wird, und das muss er schon aushalten. Und da haben wir uns Gedanken gemacht darüber, wie können wir das so machen, dass das auch noch gut aussieht. Jetzt sind wir zu einer guten Lösung gekommen, die allesamt befriedigt, und das hat ein bisschen gedauert, aber ja, diese Vorschläge sind gemeinsam erarbeitet worden und jetzt werden sie auch umgesetzt. Wir haben damals die Vorgabe bekommen, sie sollten möglichst 10 Jahre stehen. Die Folie ist eine Langzeitfolie, das ist der kritischste Faktor dabei, die Folie, weil die Konstruktion an sich, wenn da nicht dran rumgerissen wird, mit mutwillig zerstört wird, sage ich mal, haltet mehr wie 10 Jahre. Die Folie ist der Faktor, der da am kritischsten zu bewerten ist. Es ist eine Langzeitfolie, die mindestens 7 Jahre haltet. Wahrscheinlich länger, aber 7 Jahre ist garantiert. Wir haben ganz gute Kooperation mit der Designerin und auch mit dem Ehepaar Hofmeister bezüglich dieser Skulpturen. Wir treffen uns fast wöchentlich, dass wir
uns auch die Farbgestaltung gemeinsam anschauen. Alles, bevor es ausgeliefert wird, wird hier nochmal abgenommen, vorher besprochen. Also die Kooperation zwischen der Frau Zivko und der Familie Hofmeister ist hervorragend, muss man sagen. Also sehr konstruktiv und wir werden uns immer relativ schnell einig über das, was wir machen. Und dann wird es umgesetzt und alles ist gesehen. Mein tüchtiger Mitarbeiter, der setzt das dann um, der schneidet das Material zu, das wird ausgeklingt, es wird dann verschweißt, diese Schweißnähte werden nochmal wieder geschliffen, die ganze Konstruktion muss dann nochmal gerichtet werden, gereinigt werden, geschliffen werden und dann wird dieses halbfertige Produkt pulverbeschichtet, je nach der Farbe, die vorgegeben wird. So eine einzelne Skulptur herzustellen dauert in etwa, man muss das allerdings relativieren, weil wir machen nicht eine nach der anderen, sondern schon dann mehrere. Aber eine, könnte man sagen, im Schnitt dauert es schon so ungefähr 1,5 Tage, bis sie fertig ist. Und dann kommt noch das Folieren dazu und das Verpacken, das dauert auch noch mal ein paar Stunden. Ist schon ein bisschen Aufwand dabei, ja, aber wir machen es gern, weil das wirklich auch mal was anderes ist, als wenn wir unser täglich Brot in reinem Metall war. Ist schon spannend, auch für uns alle, ja. Ich glaube, wir haben zu einem sehr schönen Gleichgewicht zwischen der Literatur, dem Text und der Illustration, den Bildbotschaften gefunden. Die stehen in einem sehr harmonischen Verhältnis zueinander, sodass Text und Bildaussage einander ergänzen. Und wir haben das Glück gehabt, einen Metallbauer zu finden, der sich eher als Metalldesigner begreift und der die Idee schön aufgegriffen hat und durch seine handwerkliche Gestaltung die Objekte noch zu besonderen Juwelen herausgeschliffen hat. Wir haben auf unseren Reisen durch die Steiermark bereits vor 3 Jahren begonnen, Sondierungsgespräche zu führen mit allen Verantwortlichen an den Schauplätzen, mit Bürgermeistern, mit Äbten und haben sehr viel positives Echo bekommen, haben aber gleichzeitig gespürt, dass die wirtschaftliche Lage leider nicht so rosig war, dass man sofort den Beschluss fassen konnte, das auch umzusetzen. Außerdem herrschte bestimmt auch ein bisschen Skepsis bezüglich der Größe des gesamten Projektes. Wir setzen ja insgesamt 8 Schauplätze um und das war in den Anfängen, diese Dimension war in den Anfängen den Bürgermeistern und Äbten einfach nicht klar. Da war wahrscheinlich auch ein bisschen Sorge, ob das auch gelingen könnte. Mein Name ist Peter Schor und als Vertreter des Stifts Neuberg möchte ich Sie bei uns zur Eröffnung und Einweihung des ersten steirischen Literaturpfades sehr herzlich begrüßen. Also unsere Projektideologie war es, dass wir wirklich vor Ort ankommen, dass wir die Literatur dort, wo wir sie eben in freier Natur präsentieren wollten, bekannt machen, dass wir verdeutlichen, welchen Schatz diese Literatur bedeutet. Das war nicht für alle Schauplätze von vornherein so gegeben. Und dann ist es tatsächlich gelungen, dass wir einzelne Persönlichkeiten, im Grunde alle Gemeinden dafür interessieren konnten und dass man bereit war, dieses Projekt mitzutragen, auch in Form von sogenannten Patenschaften. Das bedeutete eben, dass man uns vertraut hat und es ermöglicht hat, dieses Projekt auf einer doch relativ sicheren finanziellen Basis umzusetzen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden war auf jeden Fall unterschiedlich. Und letztlich, denke ich, ist das eine durchwegs erfolgreiche Zusammenarbeit, aber es waren verschiedene Erwartungshaltungen, Voraussetzungen und man darf nicht vergessen, dass ein solches Projekt nicht unbedingt im Mittelpunkt in der Essenslage von Gemeinden steht. Das ist nicht vorauszusetzen, sondern für uns war es die Herausforderung, bewusst zu machen, dass wir sehr wohl einen Wert haben für die Gemeinden, aber uns gleichzeitig auch relativ zu dem zu sehen, was vor Ort die Menschen bewegt. Wir können ja nicht an den Menschen vorbei agieren und so manches Thema, das wir auch vor Ort angeboten haben über unsere Literatur, hat bewusst auch auf die Befindlichkeiten der Gemeinden zu reagieren versucht. Und insofern finden wir uns also auch hier in einer Art von Zwiesprache mit den
Gemeinden mit den Persönlichkeiten vor Ort. Ich als Bürgermeister von der Gemeinde bin natürlich sehr stolz, dass bei uns in Neuberg sowas entstanden ist. Ich habe einen Verein hinter mir, der was uns da wirklich tatkräftig unterstützt hat. Vorweg natürlich die Familie Hofmeister, da müssen wir wirklich ein großes Dank aussprechen, dass sie eben unseren Ort ausgewählt haben, um diesen Literaturlehrpfad zu errichten. Ich sehe mir da einen touristischen Erfolg, dass wieder wirklich viele Gäste herkommen und unsere wunderschöne Umgebung sich anschauen. Und das ist, glaube ich, sicher eine großartige Sache. Ja, ich freue mich eben, dass die Universität hier die Nähe zur Schule sucht und sich als Kooperationspartner anbietet. Und mich freut auch eben, dass das universitäre Wissen nicht nur im sterilen Hörsaal vermittelt wird, sondern hier wirklich niederschwellig den Menschen insgesamt, aber auch den Schulen, den Schülern und Schülerinnen angeboten wird. Wir machen von diesem Angebot, wir, damit meine ich eben die Schulen, machen von diesem Angebot sehr, sehr gerne Gebrauch. Hallo, das sage ich immer wieder, das ist auch ein wesentlicher Beitrag auch zu diesen neuen methodisch-didaktischen Heraus- und Anforderungen der Schule, nämlich hier vernetztes Lernen zu bringen oder fächerübergreifenden Unterricht zu bieten und all das kompetenzorientierten Unterricht zu bieten, Neigungen, Begabungen, Interessen entsprechend zu fördern. All das können alle diese 8 Literaturpfade entsprechend unterstützen und ich bin überzeugt davon, dass die Schulen auch davon Gebrauch machen werden. Ja, ich bin sehr stolz darauf. Ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt. Wir sind ja bei uns an der Karl-Franzens-Universität sehr bemüht, immer wieder mit verschiedensten Dingen hinauszugehen. Mit der Montagsakademie, mit der 7. Fakultät und vielen anderen Bereichen auch. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Ergänzung ist, beziehungsweise auch ein erster Schritt in weitere Projekte im historischen Bereich. Wichtig dabei ist ja auch, dass wir sehr eng mit der Schule zusammenarbeiten, also insbesondere mit dem Landesschulrat für Steiermark, weil es uns ein Anliegen ist, dass das Wissen, das wir an der Universität generieren, ja nicht nur als Forschung bei uns im Hause bleibt, sondern, wie gesagt, nach außen getragen wird und vor allem auch in die Schulen hinein. Gerade die Lehrerinnenbildung ist uns ein sehr wichtiges Anliegen und das Wissen an die jungen Leute weiterzugeben, dafür setzen wir uns sehr ein. Unser Anliegen war es auch, das Projekt nicht einfach von außen auf einen Schauplatz aufzupflanzen, sondern die Bevölkerung zur Mitwirkung anzuregen. Daher haben wir zum Beispiel darauf verzichtet, Gelder von außen zu beschaffen und das eben für den Schauplatz zu bezahlen, sondern wir haben versucht, möglichst viele Patinnen und Paten zu gewinnen, die ein Verantwortungsbewusstsein in sich spüren für diesen kulturellen Schatz. Genauso haben wir versucht, für die Aufstellung dieser Objekte vor Ort die Bevölkerung zu motivieren. Und wir haben dort viele fleißige Hände gefunden, die uns unterstützt haben dabei, die Punktfundamente gegraben haben, die für den Transport gesorgt haben, die ganz sorgfältig und liebevoll diese Objekte in der Landschaft verankert haben. Wir wollten auf unseren Pfaden niemanden ausschließen und haben daher von vornherein darauf geachtet, dass die Pfadstrecken, die wir ausgesucht haben, auch mit Rollstühlen besucht werden können. Das ist uns fast überall gelungen. Gerade der Schlossberg von Bruck an der Mur hat leider einige Stufen. Aber mit gutem Willen kann man etwa behinderte Personen auch mit einem Auto ein Stück des Wegs auf den Schlossberg hinauffahren und von dort weg zu Fuß weiter begleiten. Was auch sehr früh eine Rolle gespielt hat, war der Nachhaltigkeitsgedanke an diesem Projekt. Wir haben uns nicht gesehen als ein Einmal-Event, das kommt und geht, sondern als eines, das Erinnerung stiftet. Und deswegen haben wir von Anfang an unser Projekt eher als Langzeitprojekt in der Wirkung gesehen, das sich eben auf zumindest 5 Jahre hin etabliert und so Erinnerung schafft, die dann auch vielleicht für eine ganze Generation, wenn nicht für länger, erhalten bleibt. Es genügt freilich nicht, die Schauplatzobjekte einfach vor Ort zu verankern, den Pfad feierlich zu eröffnen und dann seinem Schicksal zu überlassen. Es gilt, die Schauplätze rund um das jeweilige Thema, das dort gespielt wird, möglichst intensiv zu beleben. Wir haben vor, das mit Hilfe von Veranstaltungen zu tun, die wir in einem Veranstaltungspool sammeln. Wir haben da bereits reiche Angebote von befreundeten Instituten hier an der Universität bekommen,
aber auch von Studierenden, die gerade zu gewissen Themen eine Masterarbeit verfassen und die dann in der Lage sein werden, einen kleinen Vortrag oder einen Workshop abzuhalten. Das erstreckt sich aber auch in den Bereich der künstlerischen Nachgestaltung von mittelalterlicher Literatur, etwa durch Kalligraphie-Workshops oder Buchmalerei-Workshops. Oder man könnte den Kreis noch erweitern in Richtung einer allgemeinen Vermittlung von mittelalterlichem Lebensgefühl, etwa durch kulinarische Veranstaltungen, Workshops zum mittelalterlichen Kochen oder musikalische Veranstaltungen, Mittelalter wieder zu Gehör zu bringen. Es war uns von Anfang an klar, dass das, was tatsächlich dauerhaft im Gedächtnis bleibt, etwas ist, das erlebt worden ist. Und das erfolgt eben nicht nur über die Begehung der Pfade, sondern auch über Veranstaltungen verschiedenster Natur. Und hier haben wir an verschiedene Schienen auch gedacht. Also einerseits zum Beispiel an eher vielleicht frontale Angebote, die durch Vorträge, Workshops, Führungen stattfinden können, dennoch unterhaltsam sein sollen. Aber wir haben auch Veranstaltungen vor Augen, die interaktiver sind, die vielleicht auch die Menschen stärker noch mit einbinden. Also Poetry Slam ist eine Überlegung gewesen, wie man Dichtung auch durch eigenes Tun spüren kann, nachahmen kann. Und es sind auch andere Veranstaltungen in diese Richtung gedacht, die diesen Erlebnis Mehrwert bieten sollen. Unser Zielpublikum ist sehr breit gedacht. Man wird es dennoch, denke ich, auf den sogenannten Bildungstourismus, was die Erwachsenen betrifft, einmal ein wenig reduzieren, wenngleich wir denken, dass sich dieser sogenannte Bildungstourismus durchaus stetig erweitert, aus Neugierde an der Sache. Und insofern zielen wir auch auf die klassische Laufkundschaft, auf Menschen, die einfach vorbeikommen und sich interessieren lassen von den Objekten, die ja unübersehbar in der Landschaft stehen. Abgesehen von erwachsenen Leuten haben wir sehr stark die Jugend im Blick. Und so ist es ein Hauptanliegen, auch Schülerinnen und Schüler zu interessieren, über die Lehrkräfte, die über unser Projekt vorinformiert werden, oder einfach eben über andere Kanäle, die am Jugendliche erreichen. Wir sind auch auf Facebook zugange und haben inzwischen schon eine ganz nette und vor allem sehr junge Fangemeinde. Und auf diese Weise hoffen wir, dass wir auch bei den Jugendlichen gut ankommen. Der Grundgedanke war, die Literatur am Ursprung sichtbar zu machen. Das ist wiederum eng verbunden mit der Projektideologie, dass wir etwas, das gleichsam den Boden eingeschrieben ist, wiederum herauslesen. Und von daher haben wir nach Authentizität gestrebt. Das heißt, dort, wo die Literatur tatsächlich geschrieben worden ist oder überliefert worden ist, dort wollten wir sie wieder sichtbar machen und damit auch im engsten oder im wörtlichen Sinn des Wortes präsentieren. Das heißt, das, was im Grunde Vergangenheit, Geschichte ist, wieder präsent machen, vergegenwärtigen. Und insofern ist das auch etwas, das nicht austauschbar ist. Wir sind also ein Projekt, das tatsächlich die Originalität, die Ursprünglichkeit nützt. Und die Pfade, die wir hier heute neu, zum Teil übernommen, angelegt haben, sind solche, die aus der Geschichte herausgewachsen sind. Und es gibt im Grunde kaum einen Schauplatz, wo nicht zumindest ein Stückchen Pfad etwas ist, das auch vor vielen hunderten Jahren schon beschritten worden ist. Also insofern ist es auch eine Wanderung bei uns entlang an einer geschichtlichen Achse, die von der Vergangenheit in die Gegenwart führt. Und fast als Vision sichtbar geworden ist für uns auch der Gedanke, dass wir vielleicht so etwas machen wie ein im Boden vor Ort verborgenes Pilzgeflecht neu zu beleben, es durch unsere Erinnerung wieder zum Austreiben zu bringen. Und die Objekte, die wir dann in die Landschaft stellen konnten, sind so etwas wie die Fruchtkörper, die schließlich herauswachsen und zu einem sichtbaren Zeichen werden, wobei es dann wiederum für uns von Anfang an klar war, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen es auch wirklich sehen, wahrnehmen, mit diesem Pfad ihre eigene Erinnerung wieder verstärken und überhaupt erst diese Erinnerung schaffen und damit für das Weiterleben dieser Literatur sorgen, die wir eben auf diese Weise neu in die Landschaft gestellt haben.